Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg und anderen mit Peter. Wir nutzen dieses wunderbare Sommerwetter und machen weiter in der Kategorie unser schönes Wien. Und da haben wir heute den Kurpark Oberlau ausgesucht. Und ja, da würde ich sagen, da wird man keine weitere Sekunde mehr verlieren. Und wir gehen los und viel Spaß und genießt es. Der Kurpark Oberlau ist eine Parkanlage im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten am Südosthang des Lahrbergs bei Oberlau. Seine Fläche beträgt rund 608.000 Quadratmeter. Gartenbaudenkmale, Wegsysteme und künstliche Bodenformationen stehen unter Denkmalschutz. Die Wiener Internationale Gartenschau von 1974 wurde mit 2,6 Millionen Besuchern, ebenso wie ihre Vorgängerin im Donaupark, ein großer Publikumserfolg. Der barocke Brunnengarten ist eigentlich der ehemalige Deutsche Nationengarten. Er wurde 2001-2002 reaktiviert und mit vielen zum Teil historischen Brunnen, einem Bach, Staudenbeeten und einigen Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Der Takasaki Park, auch der japanische Garten genannt, war der japanische Nationalbeitrag anlässlich der Gartenschau 1974. Eingerichtet wurde er nach den Plänen des Architekten Kunsaku Nakame. Der Papageno-Brunnen ist eine Kopie eines Salzburger Brunnens, ein Geschenk der Stadt Salzburg anlässlich der Eröffnung des Kurparks Oberlau im Jahr 1974. Der Papageno-Brunnen stammt von der in Salzburg wohnhaften Künstlerin Hilde Heger. Die Wiedererrichtung erfolgte 1992 und 2012. Auf einer Allergie-Infomeile kann man von den jeweiligen Pflanzen angebrachten Schautafeln, die verschiedenen Pollenflugzeiten, die Verbreitungsräume und weitere botanische Informationen entnehmen. In der Filmstadt wurden in den 1920er Jahren bekannte Stummfilme des Filmstudios Sascha Filmindustrie gedreht, darunter der Monumentalfilm Sodom und Gomorra und die Sklavenkönigin. Als Ausflugsziel im Kurpark Oberlau ist der Rosenberg seit vielen Jahren ein Teil der Naherholungsflächen Wiens. Der 2000 Quadratmeter große Streichelzoo beherbergt Ziegen, Schafe, Gänse, Hühner,
Pfaue und zahlreiche Tauben im Taubenschlag. Na, ich hoffe, euch hat diese kleine Tour hier durch den Fuhrpark Oberlaa Spaß gemacht. Es war unglaublich. Tja, auch das, meine Freunde, auch das kann Wien sein. Ja, danke schön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder, wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, diesen Park zu erkunden, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Gehen wir vom Wiener Hauptbahnhof aus, dann steigt am besten in die U-Bahnlinie 1 und fahrt bis zur Endstation nach Oberlaa. Gleich unmittelbar neben dem Bahnhof kann das Abenteuer bereits beginnen. Viel Spaß wünsche ich euch! Ein breites Angebot an Öffi-Touren findet ihr bei Bahn zum Berg auf der Webseite www.bahn-zum-berg.at.